Herr Lutz, mit dem Kauf von Cefetra und Bohnhorst erweitert sich die BayWa international. Welche Rolle werden die beiden Unternehmen zukünftig im Konzern spielen? Die beiden Akquisitionen stehen im Lichte unserer Internationalisierungsstrategie. Wir wollen weltweit den Zugriff unter anderem haben auf die Agrarrohstoffe. Cefetra bietet ein derartiges Netzwerk an. Cefetra arbeitet mit 1500 Lieferanten weltweit zusammen. Und Bohnhorst öffnet uns den Weg nach Osteuropa. Das sind genau unsere strategischen Ziele, die wir immer formuliert haben. BayWa, auch zusammen mit unseren österreichischen Kollegen, ist im Binnenmarkt sozusagen tätig. Durch die Transaktion Bohnhorst haben wir den Zugang über den Donau-Mittellandkanal bis hin zur Ostsee. Bohnhorst bringt zwei Tiefseehäfen an der Ostsee mit zur Party dazu sozusagen und Cefetra drei Tiefseehäfen und ein internationales Standortnetzwerk, das sehr meereslastig ist. Und somit kann die BayWa über die neuen Distributions- und Logistikkanäle direkt auf die Weltmeere zugreifen. Und das ist für unser Geschäft extrem wichtig. Welches Umsatzplus erwarten Sie sich denn? Circa 5,2 Milliarden Euro werden wir dazu bekommen. Das heißt eine Verdoppelung des Agrarumsatzes und die Erhöhung des Umsatzes des gesamten BayWa-Konzerns um circa 50%. Und die Tonnage, ich glaube, das ist noch wichtiger als der Umsatz, der hängt ja sehr an der Rohstoffpreisentwicklung. Die Tonnage wird von 5,6 Millionen Tonnen 2012 auf 28 bis 30 Millionen Tonnen erhöht. Gibt es schon Pläne, wie die Struktur von Cefetra verändert wird, wie die Rentabilität verbessert wird? Zunächst soll sowohl Cefetra als auch Bohnhorst, bei Bohnhorst haben wir ja nur 60% übernommen, als rechtliche Einheit eigenständig bleiben. Wir werden bei Cefetra einen Aufsichtsrat, sechs Leute werden drin sitzen, einrichten, beziehungsweise den gibt es ja schon, erweitern, drei Holländer, drei Deutsche. Ich werde den Vorsitz von diesem Aufsichtsrat übernehmen und bei Bohnhorst gibt es eine Gesellschafterversammlung. Wir schicken einen Co-Geschäftsführer in die Geschäftsführung der Bohnhorst GmbH. Von der Rentabilität her ist es so, dass es natürlich im Mehrjahresplan der Manager sowohl Cefetra als auch von Bohnhorst gibt. Wir machen da üblicherweise einen Abschlag bei der Unternehmensbewertung, erwarten aber natürlich, dass die Zahlen, die uns im Prozess vorgelegt wurden, auch tatsächlich erreicht werden. Aber alles, was bisher passiert ist, ist eine sogenannte Standalone-Konzeption. Bedeutet, wir haben weder Synergien noch die Ausweitung des Geschäftsmodells noch sonst irgendwas gerechnet, sondern wir gehen von einer eigenständigen Weiterführung aus. Das Ziel ist aber, neben der rechtlichen Eigenständigkeit, dass wir operativ enger zusammenrücken und unser Geschäft auch erweitern und damit die Rentabilität steigern. In welcher Größenordnung? Das müssen die Teams, die daran arbeiten werden, von Cefetra, von Bohnhorst und der BayWa AG, dann gemeinsam erarbeiten. Und wo wird der Nutzen konkret für die Landwirte, für die Abnehmer der Produkte liegen? Die BayWa kann ab sofort neben den sonstigen Kanälen, die wir natürlich haben, einen eigenen Distributionskanal, wo auch immerhin, zur Verfügung stellen. Logistisch ist das ein Sprung nach vorne. Wie ich gesagt habe, über die Wasserstraßen, die Binnenwasserstraßen, haben wir jetzt eine direkte Verbindung zur Ostsee, zur Nordsee und das ist für die Verschiffung und für die Distribution von entscheidender Bedeutung. Und wird gerade im Norden ein gewisser Preisdruck entstehen, weil hier ist ja doch eine extreme Konkurrenzsituation wahrscheinlich vorhanden? Konkurrenzbelebtes Geschäft, das ist uns bewusst. Wir verstehen uns auch als Gegenpol gegen die internationalen Veränderungen im Agrarhandel, vor allem auch auf der genossenschaftlichen Seite. Ich erinnere nur, DLG drückt massiv in den deutschen Markt über HG Kiel und auch Zukäufe, die sie gemacht haben. DLA, jetzt die Kooperation mit unserem Mitbewerber Agravis. Das ist für uns spannend. Wir sind sportlich und wir werden uns dem Wettbewerb stellen und ich hoffe auch erfolgreich sein. Die nächsten Schritte, Herr Lutz? Die nächsten Schritte sind, das Kartellamt bzw. die Europäische Kommission muss den Cefetra-Deal prüfen und ich hoffe, er wird freigegeben. Das gleiche gilt für die Bohnhorst-Transaktion und solange warten wir ab und hoffen, dass die Freigaben bald kommen und dann können wir richtig loslegen. Vielen Dank fürs Interview und viel Erfolg beim Geschäft. Danke.